Erbärmlich, Peter Klein rechnet nach Interview eiskalt mit Iris ab. Vor wenigen Tagen gab Iris Klein ihr erstes Interview seit dem Trennungsdrama mit Peter. Ihr Ex reagiert darauf mit einer wütenden Botschaft. Mallorca, der Rosenkrieg zwischen Iris Klein, 56, und ihrem noch Ehemann Peter, 56, scheint wohl niemals ein Ende zu nehmen. Vor wenigen Tagen packte Iris gegenüber Bild über ihre Seite der Geschichte sowie ihre neue Beziehung aus und anstatt die Sache ruhen zu lassen, gräbt ihr Ex das Kriegsbeil wieder aus und feuert auf Instagram zurück. Tatsachen verdreht, Peter Klein wehrt sich nach Interview von Iris. Während Iris in der Bildshow, Zuckerbrot und Peitsche, das Drama der letzten Monate Revue passieren ließ, bedankte sich Peter Klein öffentlich bei seiner vermeintlichen Flamme Yvonne Wölke, 41. Doch auch wenn manche Fans sicher geglaubt hatten, er würde die öffentlichen Worte seiner Ex unkommentiert lassen, meldete er sich nur einen Tag später wutentbrannt zu Wort. So sieht die Story also aus, wenn man Tatsachen verdreht, die Chronologie von Ereignissen ändert und ein paar bedeutsame Kleinigkeiten weglässt, während man geschickt erfundene Details zufügt, wettert Peter Klein in seiner Instagram-Story. Vor allem den Zeitpunkt des Interviews, an dem er und Yvonne Wölke wieder zur Verfügung stünden, kritisiert der leidenschaftliche Bodybuilder scharf und betont, dass er nie zur Presse gehe. Iris Klein, mehr als nur die Mutter von Iris Klein ist es leid, immer nur als die Mutter von abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Showlebens. Big Brother, 2010. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. 2013. Promi Shopping Queen, 2013. Das Sommerhaus der Stars, Kampf der Promi-Paare. 2020. Die Festspiele der Reality Stars, Wer ist die hellste Kerze? 2021, Kampf der Reality Stars, Schiffbruch am Traumstrand, 2022. Sowohl Yvonne als auch sein Management verlinkte, dürfte das Kriegsbeil im Kleinkrach wieder ausgegraben sein. Es bleibt abzuwarten, was Iris auf die harten Worte ihres noch Gatten zu sagen hat.